Hey, wir sind's wieder. Sebastian und Amanda. Heute bei Teil 2 von unserem Kurzhantel Ganzkörper Workout Plan. Bei unserem zweiten Workout geht's an die Beine. Wir starten mit einem Bulgarian Split Squat, dann gehen wir über in den Romanian Deadlift und wir hören auf mit dem Kurzhantel Front Squat. Are you excited? Yes, I am. Let's do it. Wir starten mit den Bulgarian Split Squats und Amanda zeigt euch, wie es geht. Hierfür braucht ihr eine kleine Erhöhung, wie eine Bank oder einen Stuhl. Hier könnt ihr euer hinteres Bein entweder mit der Fußspitze nach unten positionieren oder ihr macht euren Fuß flach. Ziel des Ganzen ist, in die halbe Kniebeuge zu gehen und einbeinig beanspruchen wir unsere Muskulatur effektiv und arbeiten trotzdem gelenkschonend und wir belasten den Rücken nicht so sehr. Hier ist es wichtig, dass das vordere Knie nicht zu weit über die Zehen ragt. Je weiter ihr mit dem Fuß nach vorne geht, desto mehr belastet ihr die ischiochorale Muskulatur und eure Gluteen. Je näher ihr das Standbein zu dem anderen Fuß bringt, desto mehr wird der Quadrizeps beansprucht. Here you go with the second exercise of the second workout, the Romanian deadlift. Stellt euch schulterbreit hin, Knie leicht gebeugt. Und wir betonen diesmal die Exzentrik, das heißt die Bewegung nach unten. Und wir wollen die Dehnung und die Spannung in unseren Hamstrings, also der hinteren Kette, spüren. Langsam nach unten, wirklich betont diese Exzentrik. Und dann in die Konzentrik ein wenig mehr explosiv. Die Exzentrik ist ein Teil, der im Training häufig vernachlässigt wird, aber für den Muskelaufbau genauso wichtig ist. Auch hier 3 Sets mit 10 bis 12 Wiederholungen. Den Rumpf aktivieren, damit euer Rücken schön gerade bleibt. So, 2 von den 3 Übungen haben wir schon geschafft. Lasst uns in die letzte starten. Hier machen wir die Dumbbell Front Squats. Als eine der größten Muskelgruppen beanspruchen wir auch wieder hier die Gluteen. Und gleichzeitig durch diese Front Squat Position nehmen wir etwas Stress von den Knien und arbeiten dadurch effektiv und gelenkschonend. So, we're gonna start off by putting the weight in front of the chest. Then I want you to place your feet shoulder width. You're gonna squat down into a 90 degree position while keeping your core straight and tight. You're gonna feel the burn in your quads and your glutes. Then you're gonna come up again and keep on doing it for 6 repetitions. Don't be surprised if your legs are burning tomorrow. Vergesst nach so einer Einheit nicht, euch zu dehnen. Und wie immer, für weitere Fitness-Tipps und die passenden Outfits geht auf sport2000.de.